Ich bin's, Steffen Lukas. Guten Tag. Weit oben ist es windig. Heute bin ich mit einem Panoramaaufzug hochgefahren auf die Festung Königstein und habe jetzt eine Verabredung mit dem Schließkapitän Clemens. Na? Ich habe ihn gefunden, das ist er, der Schließkapitän Clemens, das lebende Maskottchen der Festung Königstein, stimmt's? Genau so ist das. Herrlich. Das ist doch mal ein Blick, meine Damen und Herren, oder? Und das ist auch ein Blick, den man schützen muss, gegen Eindringlinge und Leute, die das Grundstück sich unter den Nagel reißen wollen. Dafür gibt es auch den entsprechenden Schutz. Den allerschönsten Ausblick aufs Elbtal, auf diese Elbschleife von der Festung Königstein hat man von der Kanone. Und Clemens hat mir gerade verboten, hier drauf zu klettern, weil man darf es eigentlich gar nicht, stimmt's? Nee, eigentlich ist es verboten. Und nun? Es gibt verschiedene Unfallquellen hier. Außerdem ist es ein richtig schönes altes Museumsstück aus dem 18. Jahrhundert. Haben wir zwar mehrere davon, aber wir wollen sie trotzdem ein bisschen erhalten. Ne? Und außerdem, wenn sie Münchhausen spielen wollen, hätten sie ein bisschen weiter vorn sitzen müssen. Ach, muss ich noch ein Stück weiter vorn? Ja, die Kugel kommt da hier vorne raus, nicht in der Mitte. Und es gibt kann ich mir vorstellen, das ist doch ein ganz beliebtes Fotomotiv für Eltern, wenn die ihre Kinder hier draufsetzen, oder? Es ist natürlich so. Und ich meine, es war auch früher schon verboten, hier auf diesen Kanonen, auf diese Kanonen zu klettern und sich fotografieren zu lassen. Aber wir haben immer wieder Gäste, die ankommen, sehen diese Kanone und erinnern sich dran, ach, als Kind habe ich auch mal hier drauf gesessen. Also es gibt ganz viele Leute, die noch alte Erinnerungsfotos mit Sicherheit zu Hause haben, wo sie in 50er, 60er, 70er Jahren mal auf so einer Kanone gesessen haben, klar. Wenn Sie auch schon mal auf dieser Kanone gesessen haben, egal wie alt Sie waren, oder vielleicht haben Sie Ihr Kind schon mal hier drauf gesetzt, schicken Sie doch einfach mal ein Foto an www.radiopsr.de und das stellen wir dann online und dann gucken wir mal. Wir stehen jetzt an einem echt tiefen Brunnen, oder? Wir stehen am echt tiefen Brunnen, und zwar am tiefsten, nur mit Hammer und Meißel geschlagenen Brunnen in Sachsen. Wie tief ist der? 152,5 Meter. Und es liegt schon ein iPhone unten. Weil wenn man hier rein fotografiert, muss man aufpassen, dass man ein Fotoapparat festhält. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Also genau so eine Kamera, wie du hier hast, könnten die da unten noch gebrauchen. Das iPhone ist ein bisschen einsam. Nee. Nachdem es fast 200 Jahre lang auf dieser Festung kein riesiges Weinfass gab, haben wir seit vorigem Jahr wieder eins. Allerdings völlig anders, nämlich so wie wir es hier sehen. Es sieht aus, als hätte man es aus vielen Flaschen hergestellt. Ein Weinfass, ein bisschen so symbolisch, ne, ein bisschen eine moderne Fassinstallation, bestehend aus mehr als 12.000 Weinflaschen, die wir nicht alle leer getrunken haben. Die haben wir leer geliefert bekommen. Also zu trinken gibt es hier während so einer Führung jede Menge. Und wenn Sie so eine Führung in den Knochen haben, dann gehen Sie mal in die Festungsbäckerei und dann essen Sie mal leckeren, hier gebackenen Kuchen in ganz alten Öfen, wie man damals den Kuchen gebacken hat. Das kann man sich alles hier anschauen. Also Erlebnisse über Erlebnisse. Die Festung Königstein, da sollten Sie unbedingt mal hin. Das ist wirklich ein Geheimtipp.